Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Cuisine Royale. Einmal kurz öffnen hier. Oh, das war laut. Einem sogenannten Kitchen Battle Royale MMO. Was eigentlich ein Aprilscherz war. Denn, wer es nicht weiß, na, ist hier irgendwas zu finden. Oh ja, ist sogar was zu finden. Es tickt eine Minute. Ich bin doch gerade nicht mehr streng gekommen. Verdammt, noch einmal. Das Spiel stammt eigentlich von einem anderen Spiel. Das nennt sich Enlisted. Ist noch in einer Pre-Alpha-Version. Hilfe, wie der rumschreit. Und wie gesagt, das sollte eigentlich nur ein April-Shirt sein, das Ganze. Und sich so ein bisschen an den Gag anlehnen, dass in PUBG die Bratpfanne das beste Schutzmittel überhaupt ist. Und in dem Spiel geht es eigentlich hauptsächlich darum, auch im Battle Royale zu spielen und... Was war das gerade? Open Door? Hä? Ich kann die sogar aufmachen, okay. Willst du mich verkacken? Ich bin komplett außerhalb vom Ring. Na wunderbar. Ich habe aber noch überhaupt nichts gefunden. Ich habe da überhaupt noch nichts gefunden. Wahrscheinlich war schon jemand. Und hat alles mitgenommen. Okay, wir gehen mal hier rüber. Weil irgendwie müssen wir doch irgendwas bekommen können. Ja, wir müssen weiter. Wir müssen weiter. So ein kleines bisschen zumindest. Und ja, es geht eigentlich darum, wie im normalen Battle Royale zu überleben. Und der letzte Überlebende zu sein. Ich glaube echt, hier war schon jemand. Ich finde hier nämlich rein gar nichts. Ist wirklich gar nichts. Oh ja, der kommt. Der Kreis kommt. Sowas von. Ich bin zu einem schlechten Zeitpunkt eingestiegen, stelle ich gerade fest. Sogar zum richtig dummen Zeitpunkt. Oh ja, komm, sag mir bitte, das kann ich nutzen. Sag mir bitte, das ist ein Notfahrzeug, was ich nutzen kann. Eventuell, vielleicht, ja, komm. Ja! Ich kann es nutzen. Yippie. Ich habe ein Auto. Ich habe sonst nichts, aber ich habe ein Auto. Yippie. Das nehmen wir mit. Schau mal, wie offroad-fähig das Ganze ist. Oh je. Oh je. Hilfe. Sind wir zumindest mal innerhalb des Kreises irgendwie. Wir können weiterschauen, ob wir vielleicht doch noch irgendetwas bekommen. Was das Spiel so wunderbar macht. So, dann fahren wir hier hin. Dann tanzen 26 Leute drauf. Ich glaube, das Maximum ist 30, wenn ich es nicht irre. Achso, warte mal, wir können ja noch sogar. Geht das? Oh, na komm. Nein, nicht mit mir. Vom Angriff von geschossen werden, nicht mit mir. Nein. Ich bin. Hilfe! Ich bin definitiv am falschen Ende gelandet von allem. Das beginnt schon mal gut. Ich bin nur mit einem Auto bewaffnet. Ich höre vorhin auch schon Schüsse. Ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen weiterfahren. Jupp. Mit ein bisschen meine ich auch ein bisschen weiter. Meine Güte. Okay, wo bin ich denn gerade? Okay, wir fahren da hinten gerade lang. Restricted Area. Ja, danke schön fürs Gespräch auch. Ich möchte aber eher was finden. Und tschüss. Wetter ohne Waffen? Nicht mit mir. Nicht mit mir. Oh, aber ich glaube mal. Oh ja, ist das eine der Bunkeranlagen? Das ist ein Bunker. Na komm, einmal bremsen. Dankeschön. Vielleicht findet man hier drin was. Oh, das wäre so wunderbar. Hallöchen aber auch. Ein kleiner Rucksack. Mitnehmen. Ja. Toll, genau das, was ich jetzt gebraucht habe. Ein kleiner Rucksack am Handgelenk. Hier geht's nirgendwo hin. Ah, hier kann man einfach so hochkrabbeln. Okay. Und Bescheid, dass man die nicht nutzen kann. Aber hier ist irgendwie nichts. Fallschaden haben wir zum Glück auch nicht. Oh. Kann man da vielleicht. Nope, da ist auch nichts. Da ist nichts zu holen. Und ich komme ja auch nicht mehr raus. Okay. Dann müssen wir woanders stehen. Hilft alles nichts. Ich meine, es gibt ja genug Städte hier, wo wir hingehen können. Nee, das ist nichts. Bisher vielleicht haben wir ja Glück. Wir haben hier drin irgendetwas. Ja, wir haben nämlich nicht wirklich irgendwas. Aber mit unserem Handtäschchen werden wir so einiges reißen können, bestimmt. Hier scheint es aber auch nichts zu geben. Open Door. Welches Open Door? Kein Open Door. Was? Moment.
Ah, Fenster. Öffne das Fenster und da komme ich nicht hoch. Das heißt vergebliche Zeit. Und schon. Er wird schon wieder kleiner. Ich bin doch erst reingekommen. So, weiterfahren. Nein, 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 nein. Ich wollte gerade sagen, also wenn das Auto jetzt ohne mich losfährt, wäre ich böse. Habe ich gerade den Baum niedergemächt? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Okay, wir fahren jetzt einfach mal querfeldein. Was soll's? Wir müssen ein bisschen tiefer gehen, das Ganze. Und hoffentlich haben wir hier ein bisschen mehr Chancen auf irgendetwas. Na komm. Irgendwie muss ich doch durchkommen. Ja, danke schön. Nicht das Glückste, vielleicht mit dem Auto über die Felder zu fahren, aber was soll's. Solange es funktioniert. Ja, ich weiß. Das Zentrum ist kleiner geworden. Das macht aber auch nichts. Solle. Wir parken immer hier hin. Und schauen nochmal. Was kriegen wir hier alles raus? Royal Hunting Duck mitnehmen. Ist noch irgendwas? Delicious Pizza und ein Heiligenschein. Ein Heiligenschein. Okay, haben wir sonst noch irgendwas bekommen? Knife, Magazin, eine Pizza. Restore Health Points, Restore Health Points. Immer noch kein. Okay! Verdammt. Okay, wir sind im nächsten Spiel, aber irgendwie ist das. Das sieht schon mir so aus, als wären wir irgendwie schon wieder irgendwie mittendrin. Und ja, endlich. Genau das, was ich haben wollte. Eine Bratpfanne im Arsch. Was möchte man mehr im Leben haben? Das möchte ich mir jetzt gerade mal angucken. Hier. Buttonbill Protection Mark 2. Wir haben sogar Mark 2. Woran erkennt man das? Wir haben. Warte. Dann kommt das mir kurz rausrennen. Wir haben, glaube ich, 2 Stück sogar am Hintern gerade. Herrlich. Genau das, was wir brauchen. So, es ist bloß die Frage. Ist nämlich mitten auf dem Berg drauf. Wir sollten in die Richtung gehen. Wir sind also vielleicht nach da unten. In die nächstgrößere Stadt auf jeden Fall. Vielleicht haben wir diesmal Glück und finden irgendwo eine Waffe. Etwas, das noch nicht gelootet worden ist. Wir können mal ausprobieren, ob wir schwimmen können. Das wäre natürlich auch noch was. Ist hier soweit noch kein? Nein, und es funktioniert. Es funktioniert. Ja, Mark 2, 2. 2 Pimpel dran. Wunderbar. Herrlich. Ja, Kühlschränke. Kühlschränke ist das Beste, was man finden kann. Die Boxen für alles Mögliche. Dankeschön. Regenerativ. Für den Rücken was. 2 Medikits habe ich. Gerade sagen, das brauchen wir auch noch ganz, ganz dringend. Eine kleine Blutinfusion für hinten rein. Wunderbar. Damit wird unsere Gesundheit schneller regeneriert. So, was haben wir denn noch hier? Vielleicht bis. Oh. Exklusive was? Ah, was zum Essen wieder zum Heilen? Okay. Finde ich nicht schlecht. Ein Magazin, an das ich doch bin ich rangekommen. Okay. Magazin ja, aber immer noch keine Waffe oder sonst irgendwas hier. Öffne Tür. Guck mal, vielleicht finden. Oh, Hilfe! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ich habe keine Ahnung, wo die Schüsse gerade herkamen. Aber es gefällt mir nicht. Es gefällt mir ganz und gar nicht. Scope, wunderbar. Das war es aber auch. Verdammt. Allzu weit waren die Schüsse ja eigentlich nicht weg. Da läuft jemand rum. Da läuft jemand rum und ich bin nur mit einem Messer bewaffnet. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Na komm, irgendwo. Panzerwagen, du bist schon mal gut. Head Protection, wunderbar läuft. Aber war der hier drinnen? Der war, glaube ich, hier drinnen. Ist er vielleicht hier noch drin? Hallöchen.
Wo bist du? Ich glaube, der ist hier irgendwo noch. Der muss hier irgendwo noch sein. Vielleicht hat er sich. Oh. Okay. Leicht verguckt, leicht verguckt. Na komm. Irgendwo. Irgendwo muss so eine Waffe sein. Das gibt's doch gar nicht. Wir schauen mittlerweile so gut aus. Da haben wir uns doch eine Waffe reglich verdient, oder? Etwa nicht. Muss ich kurz mal gucken, wo müssen wir denn hin? Können ein bisschen die Straße herunterfahren eigentlich. In der Theorie zumindest. Wo ist er? Na, wo ist er? Wo ist mein kleiner Freund hier? Hm? Ich höre auch gerade keinerlei Töne oder sonst irgendwas auf und zugehen. Ja. Oh, da kommst du sogar drüber. Da kann man sogar drüber. Und hier war noch keiner. Das heißt, hier kann ich mich nochmal ein bisschen sicher austoben, so wie es ausschaut. Jupp, wunderbar, passt. Einmal kurz nachziehen. Oh. Munition auch noch. Damit sind wir doch auf Eis gerade vorbereitet. Ja, okay, passt. Helm Armor Mark 3 mitnehmen. Okay, warum 3? Weil wir 3 Löffel jetzt darauf haben, oder was? Wie cool ist das denn? Right Leg Armor. Ja, damit. Waffeleisen brauche ich auf jeden Fall. Back Armor Mark 1. Jupp, ein bisschen größer. Ist immer gut. Genau das habe ich doch die ganze Zeit schon gesucht. Genau das und nichts anderes. Back Armor Mark 2. Es wird besser, es wird besser. Ja, die Arena. Die Area wird kleiner, Moment. Aber wir sind noch da, wir sind noch drin, da wo wir sein müssen. Können wir. Okay, wir können das so hinknien. Das ist schon mal mehr als gut. Wir haben noch 20 Leute hier. In dem kleinen Feldchen. 20 Leute. Das ist so einiges noch, gebe ich mal zu. Verdammt, man sieht uns leider mit dem Medizingedöns hier oben drauf. Das würde ich nämlich sagen, wir sind gleich mal so schlecht hier gerade unterwegs. Mach meinen Sound gerade mal ein bisschen höher. Okay, wo sind die alle? Sonst ist nämlich echt ein bisschen wenig. Ich habe schon fast das Gefühl, es wird noch böser werden. Was haben wir denn? 60 Schuss auf jeden Fall. Er hat sich selbst getötet? Okay, das sehe ich auch selten. Das sehe ich auch selten. So, ich würde lieben gerne mal wissen, wo der Kreis hingeht. So ein bisschen Stealthy-Modus. Und dann gucken wir mal, ob wir den hier nicht vielleicht irgendwie erwischen können. Oh, komm schon, ernsthaft? Ich hab so viele Kugeln in ihn reingeschossen. Oh Mann, das gibt's doch nicht. So ein Schwachsinn.